Servus, liebe Freunde der gepflegten Northern-Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zum nächsten Event-Fahrzeug-Video. Das wird auch das letzte zu dem Thema sein, denn ich habe nur den Merkava und den VFW bei Gaijin zum Zeigen bestellt. Und das hier ist dieses doch etwas abgespacede Fahrzeug. Eine 8,8 cm Flak 41 obendrauf. Hier 6 Mann Besatzung. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und auf einem relativ langen Untersatz, der fahrbar ist. Ja, so kann man es eigentlich sagen. So, normalerweise, wie ihr das hier seht, 6 Ausrüstungsgegenstände für 6 Soldaten. Es gibt aber einen kleinen und feinen Unterschied hierbei. Ihr könnt das VFW-Fahrzeug hier in 2 Varianten fahren. Entweder ihr fahrt es so wie hier, dass die Schilde unten sind, oder aber ihr geht auf Modifikationen, wenn ihr das Fahrzeug habt, und macht hier auf Side Skirts ab, oder geht hier rauf und macht hier auch dann das so, dann ist dieser Haken hier auch gesetzt und dann sieht das ganze Ding so aus. Und wie ihr hier seht, sind es auf einmal nur noch 3 Ausrüstungsgegenstände. Und was sich auch geändert hat, ich meine, so sieht das ja schon, ja, auch schon ziemlich cool aus, aber was sich auch geändert hat, im geschlossenen Zustand hat das Ding eine Nachladezeit von 7,8 Sekunden. Und wenn ihr die Schilde wieder, nein, nicht Fahrzeugwechsel, wenn ihr die Schilde wieder runter macht, habt ihr eine Nachladezeit von 5,2 Sekunden. Die kann man mit einer Expertencrew und mit einer Ass-Crew dann noch ein bisschen drücken. Ich glaube, auf unter 4,5 Sekunden, wenn mich nicht alles täuscht. Könnt ihr mal eben gerade in die Besatzung reingehen. Da steht es ja. Hier, mein Ladeschütz ist ordentlich geskillt. Ja, genau, die Spitze ist dann mit einer Ass-Crew glatte 4 Sekunden. Und das ist schon ordentlich. Dazu müssen die Schilde aber unten sein. Da können wir uns auch nochmal angucken, was mit der Ass-Crew, wenn die Schilde wieder oben sind. Das müsste eigentlich hier in der Besatzungsübersicht dann auch geändert sein. Schauen wir mal hier. Nö. Auch glatte 4 Sekunden. Okay, das berechnet er dann jetzt komischerweise nicht. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Fahrzeug an sich, ist ein schönes Ding, kann man nicht anders sagen. Es macht auch Spaß, das Teil zu spielen. Und das habe ich gemacht und deswegen zeige ich euch die Maschine jetzt mal. So, hier seht ihr es auch schon. Auf Fulda, ich weiß nicht, ob man im Bereich von 5.7 als Battle Rating, auf dem der VFW drauf ist, ob man da die Karte unbedingt freigeben muss für, weil es ja doch schon relativ lange dauert, bis man dann in der Action drin ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema, Map Rotation und welche Maps für welche BR-Bereiche offen sind. Da kann man auch drüber philosophieren, noch und nöcher. So, ihr seht das hier schon, der Detailgrad ist auch wieder richtig schön gemacht. Von den hier 6 Ausrüstungsgegenständen für die 6 Soldaten, es sitzen nur 4 da. Gibt auch nur 4 Sitzplätze, aber gut. Und was tatsächlich bei dieser Kanone hier auffällt, das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ihr habt hier dasselbe, ich will mal sagen, nicht Problem, aber dieselbe Herausforderung wie zum Beispiel beim KV-1 mit der CIS-5-Kanone. Denn wenn ihr in der Richtschützenansicht seid, ist es nicht so, dass die Granate quasi direkt in der Mitte des Fadenkreuzes fliegt, sondern ein Stückchen darüber. Das heißt, ihr müsst einen kleinen Ticken niedriger anhalten als da, wo ihr hinzielt. Aber das seht ihr gleich in dieser Situation, die jetzt hier gleich kommt, wenn wir hier im Kampf drin sind. Was mich tatsächlich positiv überrascht hat, ist, dass die Karre vorwärts recht mobil ist. Da hätte ich es mir ein bisschen langsamer vorgestellt. Als Munitionssorten gibt es eine HE-Granate, eine APCR-Granate und hier natürlich eine APC-BC, 221 mm Durchschlag auf 100 Meter bei 980 Meter Shell Velocity pro Sekunde. Ist grundsolide auf 5,3, da gibt es gar nichts. Da kann man auch einem Jumbo-Sherman direkt eine draufbolzen. So, warum der Schuss mich nicht
durchschlagen hat. Und hier habt ihr es gerade eben gesehen, weiß ich jetzt auch nicht. Da hatten wir Glück und an der Stelle eben gerade gesehen, die Granate fliegt also oben etwas oberhalb des Fadenkreuzes. Da müsst ihr dann ein Stückchen, ja, entweder ein Stückchen tiefer anhalten oder, ja, je nachdem, ein Stückchen höher, wie auch immer. Beziehungsweise, wenn ihr tiefer angehalten habt, dann wisst ihr, dass die Granate eigentlich einen Ticken höher fliegt. So, jetzt geht's mal hier auf B, denn auf B steht auch noch ein Gegner. Und das seht ihr auch. So, jetzt ist er rausgefahren. Beziehungsweise jetzt ist er zerstört worden. Was natürlich lustig gewesen wäre, wenn die Granate, beziehungsweise das Fahrzeug tatsächlich als Flakfahrzeug mal hätte eingesetzt werden können. Oh, da kommt ein Jumbo-Sherman. Das ist jetzt schön. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er hat mich nicht gesehen. Aber hier jetzt schön dem Jumbo-Sherman direkt mal durch die Frontplatte gebolzt. Kennt man ja immer bei den Jumbo-Shermans, dass das nicht immer ganz so möglich ist, wenn man nicht gerade das MG-Luke trifft. Ja, hier mit dem Tiger jetzt auf Vorstoß sozusagen. Seht ihr es, da hat es uns den armen Kerl hier gerade zerrissen, weil die Bombe geflogen ist. Da sitzt er, tot. Das ist natürlich, ja, der, das Negative an der Geschichte. Wenn ihr offen fahrt, ich meine gut, mit den Panzerplatten habt ihr auch nicht wirklich viel Schutz, aber Splitterwirkung sollte doch da besser sein. So, jetzt kommt hier noch ein Gegner, der uns die okay. Hat uns ein bisschen hochgehoben. ich glaube, seine Bombe ist eben gerade hier an der Laterne hängen geblieben und deswegen so komisch geflogen. Das war wahrscheinlich auch unser Glück. So, nächster Cap von B. Schnell noch das Besatzungsmitglied wiederholen. Ja, die Turmdrehrate lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Wäre schöner, wenn sie ein Ticken schneller wäre, aber gut. Man kann ja auch noch die Wanne mitdrehen sonst. Glücklicherweise ist das Ding ja mobil genug. Jetzt fahren wir mal zu A runter, weil das dauert jetzt hier wirklich ein bisschen lange. Außerdem ist die Flanke bei A unten komplett offen. Könnt mal Scharen von Feindpanzern durchschicken und wir würden es nicht merken. Da vorne rechts, ihr habt es gerade gesehen, den Abschussrauch ist ein Gegner. Deswegen hier ein Stück runterfahren und da kommt er auch schon. Jackson. Hier direkt die Munition zur Detonation gebracht. Gar kein Problem. Mal runter zu A, aber erstmal checken, ob hier überhaupt bei A noch jemand drin steht, weil da verstecken sich gerne ja einige mal. Sollte aber eigentlich frei sein. Und ansonsten der T-44 regelt, der da vorne fährt. Was natürlich bei dem Fahrzeug richtig bitter ist, egal ob ihr jetzt mit den Schilden unten oder mit den Schilden oben fahrt, wenn euch ein Flieger anfliegt, seid ihr eigentlich gleich so gut wie platt. Ja, gerade wenn ihr mit den Schilden oben, mit den Schilden unten fahrt, dann
sollte da eigentlich eine gut positionierte Salve reichen und eure gesamte Geschützbesatzung ist dahin. Bei den Schilden geschlossen. Haltet ihr vielleicht ein paar Salben aus, aber dann Salben ist auch geil. Ein paar Salben aus, aber dann sollte da auch Ende sein. Was ihr eben gerade hier auch gesehen habt, die Schilde nach unten, die sind auch tatsächlich so modelliert, dass die auch an Hindernissen hängen bleiben, beziehungsweise auch Hindernisse umfahren. Eben gerade bei dem Zelt gesehen. Das finde ich dann wiederum, ja, nettes kleines Gimmick, dass Gaijin das wirklich so auch als bestehendes, ja, wirklich bestehendes Element mit reinprogrammiert hat. Ja, da habt ihr es eben gerade auch wieder gesehen. Die Laterne ist hier vorne hängen geblieben in dieser Mulde und ist dann umgekippt. Also da hat Gaijin schon wirklich wieder Liebe zum Detail bewiesen. So, jetzt wird hier B gekappt. Schauen wir mal, ob wir da jetzt wieder hochkommen. Wäre es jetzt schön gewesen, wenn man eine HE hätte. Oh, da wären wir von der Seite beschossen. Schnell mal das Schild hindrehen. Aber ja, auch hier die Granate durchgegangen. Das ist natürlich hier das Gute. Ja, das hier, und da hat uns der Sherman erwischt. Das ist das Gute, dass ihr hier tatsächlich bei diesem Fahrzeug auch viel Overpen generieren könnt. Also wenn halt hier so eine Granate durchfliegt oder auch hier so eine Granate durchfliegt, passiert da nicht sonderlich viel. Es sei denn natürlich, es haut euch gleich einer eine HE auf den Deckel. Dann ist natürlich viel, viel schneller Ende. Ja, das war das neue Fahrzeug der VfW. Für die Deutschen Premium-Fahrzeug auf 5.7. Ich habe es ja schon beim Merkava-Video gesagt. Es ist schade, dass der Merkava kein Premium ist, dieses Fahrzeug aber ja. Da weiß ich auch nicht, wie da die Kriterien sind. Liegt wahrscheinlich wieder daran, dass... ja, ich weiß es eigentlich gar nicht, woran es liegt. Ich weiß es gar nicht. Die Amerikaner haben ja schließlich auch schon auf 9.0 ein Premium-Fahrzeug mit dem XM1. Vielleicht hat Gaijin sich gesagt, nö, da machen wir auf 8.7 nicht noch ein Premium-Fahrzeug mit rein. Keine Ahnung. Hier der VfW auf jeden Fall ein Premium-Fahrzeug und für diejenigen von euch, die ihn sich erspielen, es fallen auf jeden Fall wieder ein paar mehr Silver Lions ab. Auf 5.7 kann man die auch ganz gut mitnehmen und auch ganz gut farmen, wenn man halt eben entsprechend spielt. Es ist ein Nice-to-have-Fahrzeug, bin ich ganz ehrlich. Das eindeutig schönere Bodenfahrzeug ist der Merkava, aber für Sammler überhaupt kein Ding. Wer das Teil gerne haben möchte, und es lässt sich ja jetzt nicht ganz so schwer erspielen, auch ja, wenn der Grind schlicht und ergreifend einfach nur zeitaufwendig ist, aber trotzdem... Wenn man es hat, schadet es definitiv nicht. Es ist ein schönes Fahrzeug für die Sammlung. Man hätte es aber auch tatsächlich einfach in den normalen Baum reinpacken können. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das bei jedem Eventfahrzeug eigentlich der Fall sein könnte. Den IS-7 und den E100 jetzt mal außen vor gelassen, weil die beiden Fahrzeuge sind, glaube ich, muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen extra betrachten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt auch so eine ganz gute Einschätzung bekommen, was euch bei dem Fahrzeug erwartet, sofern ihr es noch nicht habt. Und hoffe, dass ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lasst, würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo da lassen. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Raibun.